Guten Tag, mein Name ist Klaus Rötler, ich bin Grundschullehrer, seit etwa 25 Jahren unterrichte ich Kinder, unter anderem im Rechnen lernen und versuche Kindern zu helfen, zu einem verständigen Rechnen zu kommen. Wobei verständiges Rechnen erstmal voraussetzt, dass man Zahlen nicht nur als Zahlwortreihen kennt, sondern Zahlen als Ganzheiten versteht. Das heißt, man muss sehen, dass sowas zum Beispiel eine 3 ist, die ich in die Hand nehmen kann, eine 2 und dass eine 3 mit 2 zusammen 5 gibt. Und dass ich das nicht im Sinne von 1, 2, 3 plus 1, 2 ist 1, 2, 3, 4, 5 zählend mache, weil ich in mir selbst vor allen Dingen Zahlen als Zahlwortreihen kenne. Ich möchte Ihnen hier in diesem Video heute zeigen, welche Rolle die Arbeit mit Gebäuden im Blick auf die Entwicklung dieses Konzepts Zahlen als Bausteine hat und auch wie die Arbeit mit Gebäuden helfen kann, die Schrift der Mathematik, das heißt die Zahlzeichen, Operationszeichen, kennenzulernen, unabhängig von Rechenvorgängen. Weil Rechenvorgänge natürlich gerade für Kinder mit Problemen immer noch mal belastet sind, wenn man eben nach einem Ergebnis sucht. Gebäude zeigen uns, dass diese Schreibweisen der Mathematik eine ganz andere Funktion im Kern erst einmal haben. Wenn wir irgendetwas gezählt haben im Unterricht und haben das Zählen nicht in der Form gemacht, dass es einfach eine Zahlwortreihe ist, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sondern haben, so wie ich das in meinen anderen Videos zeige, eine analoge Abbildung der Wirklichkeit gemacht, wie in der Steinzeit geguckt, zum Beispiel so viele Tische stehen in unserem Klassenraum, dann sehen wir erstmal eine große Anzahl, die wir nicht mit einer anderen großen Anzahl, ich lege mal hier, was in die Hände, so, vergleichen können. Diese beiden Anzahlen können wir nicht direkt vergleichen. Wenn wir aber Zahlen benutzen, dann wollen wir eigentlich wissen, gibt es von dem einen mehr oder von dem anderen weniger. Wenn das die Jungen sind, gibt es mehr Jungen oder mehr Mädchen in der Klasse zum Beispiel. Und dazu müssen wir Dinge ordnen. Das heißt, das Erste, was Kinder lernen können, ist, Zahlen sind schlecht zu benutzen, wenn sie keine Ordnung haben. Wenn ich das hier aber ordne und mache hier draus zum Beispiel dieses, das heißt, ich baue hier so eine kleine Pyramide, so, ja, dann sehen Sie ein bestimmtes Bild und ich kann jetzt mit diesen anderen Würfeln, also angenommen, das hier wären jetzt die Jungen in der Klasse gewesen, ja, kann ich gucken, ob die Mädchen genauso viel sind, einfach indem ich versuche, das nachzubauen. So, das ist die erste Übung, die Kindern hilft, Zahlbausteine kennenzulernen, weil schon beim Nachbauen müssen sie gucken und vergleichen. Und das Interessante ist, dass dieses Gucken und Vergleichen möglich ist, ohne zählen zu müssen. Ich brauche also gar keine Zahlwortreihe, um das machen zu können. Ich kann direkt mit meiner Wahrnehmung kontrollieren und feststellen, dass dieses Gebäude kleiner ist als dieses Gebäude. Ich muss hier gar nicht bis 9, 15 zählen können. Das heißt, ich habe im ersten Schuljahr, vor allem im Anfangsunterricht, eine inklusive Situation, wo alle Kinder mit diesen Zahlen arbeiten können und jedes Kind kann sagen, hier sind mehr als da. Es gibt mehr Jungen als Mädchen oder es gibt mehr Tische als Ordner in der Ecke oder irgendwas immer da gezählt worden ist. Gebäude erlauben Vergleiche und Gebäude erziehen zur Exaktheit und Gebäude erziehen zur Ordnung. Gleichzeitig kann ich aber noch etwas anderes mit so einem Gebäude machen. Ich kann nämlich versuchen, es zu beschreiben. Ich kann sagen, okay, welche Zahlen siehst du denn an diesem Gebäude? Okay, welche Zahlen können wir erkennen? Also vielleicht obendrauf ist eine 2. Ja, gut, hier ist eine 2. Welche Gebäudezahlen sehe ich noch? Ich sehe hier Dreier. Ich sehe hier nicht nur einen Dreier, hier sind ganz viele Dreier drin. Hier sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Dreier. In diesem Gebäude ist 5 mal die 3. Unten liegt 3 mal die 3, hier kommt 2 mal die 3 und hier ist noch eine 2 obendrauf. Wenn unten 3 mal die 3 liegt, dann kann ich das aufschreiben. Da liegen 3 mal die 3. Das schreibt man so. 3 mal 3 ist in diesem Fall gar keine Rechenaufgabe,
sondern es ist ein geschriebener Satz. Ich könnte den mit Buchstaben, mit Wörtern schreiben oder ich schreibe ihn in der Sprache der Mathematik 3 mal die 3. Und obendrauf und, das Zeichen bedeutet und, ich habe noch etwas, obendrauf liegen noch 2 Dreier. Da liegt noch 2 mal die 3. Und ganz obendrauf liegt noch eine 2. Ich kann auf diese Art und Weise die Kinder in die Schreibung mit Zahlzeichen einführen und kann die Operationszeichen, in dem Fall Plus und Mal, einführen, aber eben nicht im Blick auf das Rechnen, sondern als Kurzschreibweisen für gesprochene Sätze. Wenn ich mich über Gebäude unterhalte, dann fallen bestimmte Sätze, dann benutze ich bestimmte Wörter und diese Wörter kann ich in Terme, so etwas nennt man einen Term, übersetzen. Umgedreht kann ich auch das Gegenteil machen. Ich kann den Kindern nämlich sagen, baue mal, ich kann eine Bauanleitung machen, baue mal 3 mal 4. Baue 3 mal 4. Okay, ich brauche eine 4. So, ich schiebe sie Ihnen so rum, können Sie besser sehen. Ich nehme noch eine zweite 4. Und auch wenn ich ein zählendes Kind bin und habe meine erste 4 vielleicht 1, 2, 3, 4 abgezählt, werde ich bei der zweiten 4 schon anfangen, nach mehreren Würfen gleichzeitig zu greifen. Das heißt, ich komme weg von dem Gedanken, dass Zahlen aus lauter Einzelelementen aufgebaut sein müssen, dass ich sie abzählen muss. Jetzt habe ich hier 3 Vierer. Ich habe 3 mal 4 gebaut. Dann schreibe ich auf, okay, ich habe noch was dazu. Und dann nehmen wir mal dazu 2 mal die 3. Obendrauf soll 2 mal die 3. Gut, das heißt, ich brauche eine 3. Die 3 ist ein wahrnehmbarer Baustein, so wie die 2 und die 4 auch. Unsere Wahrnehmungsgrenze liegt bei 5. Bis 4 kann ich mit einem Blick unterscheiden, dass das anders aussieht als das. Und deswegen eignen sich die Zahlbausteine bis 4 dafür, Zahlen als Zahlbausteine den Kindern ins Bewusstsein zu rücken. So, ich wollte 2 mal 3 bauen. Ich setze einen Dreier drauf. Und noch einen Dreier. So. Und obendrauf machen wir noch eine 3. Das heißt, ich schreibe drauf plus 3. Das wäre nochmal 3 dazu. Und machen wir oben noch eine Spitze, noch eine 1 drauf. So. Und Sie sehen, der Term wurde übersetzt in ein Gebäude. Das heißt, Kinder lernen, Terme zu lesen, zu interpretieren, nicht im Blick auf Rechnen. Es geht noch gar nicht darum, auszurechnen, was das eigentlich genau alles zusammengibt, sondern erstmal einfach nur so etwas zu verstehen. Das ist ein Rechteck, da habe ich 3 mal 4, ich habe 4, 4, 4. Dann kommt etwas dazu. Ich tue etwas dazu, ich baue. Zahlen werden in ihrer kardinalen Bedeutung, das heißt, es geht um Anzahlen, deutlich. Und wenn ich im ersten Schuljahr bin und ein Kind stellt die Frage, ja, wie viel sind es jetzt eigentlich, dann ist es natürlich nicht verboten, diese Würfel abzuzählen. Wahrscheinlich wird man sich dafür besser die auseinanderbauen, weil das sonst schwer ist mit den vielen versteckten Würfeln. Und wenn ein Kind gut zählen kann, dann kann es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja, und dann ist das auch erlaubt zu sagen, alles zusammen ist 22. Das ganze Gebäude hat insgesamt 22 Würfel. So. Eine andere Art, Gebäude zu konstruieren, außer aus Zählanlässen oder durch Nachbauen, ist die Möglichkeit, mit einem Bauplan zu arbeiten. Ich mache mir einen Plan, zum Beispiel einen 3x3-Plan oder einen 4x4-Plan. Ich baue jetzt mal einen 3x3-Plan hier auf. Sehen Sie, der sieht leer erstmal einfach so aus. Dann schreibe ich hier Zahlen rein. Und das Kind hat jetzt die Aufgabe, auf jede Zahl
so viel Würfel zu setzen, also Würfeltürme zu bauen, wie die Zahl zeigt. Ich habe hier drei Würfel übereinander und dahinter auch. Und dahinter nochmal. Ich habe hier immer Zweiertürme. Und ich habe hier immer einer. Und Sie sehen, es ist eine Treppe entstanden. Auch hier entstehen Gebäude, mit denen ich jetzt in der gleichen Form weiterarbeiten kann, wie ich will. Wie ich es eben auch gerade schon vorgemacht habe. Ich kann zum Beispiel auch die Frage stellen, guck mal, was sehen wir denn hier auf dieser Seite? Welche Multiplikation können wir sehen? Welches Rechteck können wir sehen? Wir sehen dann das Ergebnis Rechteck 3x3. Okay, wir haben hier in dieser Schicht 3x3 Würfel. Schreiben wir es auf, da ist 3x3. Hier, vielleicht sehen wir hier, hier sehen wir 2x die 3 oder 3x die 2, je nachdem, wie rum man es angucken will. Und hier liegen noch drei Würfel in einer Reihe oder 3x1, das kann man so und so wieder sehen. Wichtig ist nicht, welche genaue Lösung das Kind findet, sondern dass es die Verbindung sieht zwischen solchen Strukturen und solchen Schreibweisen. Denn dann, wenn es das lernt, dann wird es dann, wenn es wirklich um Rechenaufgaben geht, diese Rechenaufgaben anders angucken. Es wird sozusagen die Gebäude sehen, die hinter den Aufgaben stehen und kann dann zu einem verständigen Rechnen kommen. Wenn Sie das interessant finden, was ich Ihnen hier gerade über die Arbeit mit Gebäuden erzählt habe, dann schauen Sie sich doch mal meinen ganzen Ansatz Rechnen durch Handeln an. Sie finden das alles unter www.matheinklusiv.de. Sie finden dort auch Materialien, Literaturhinweise und eine Übersicht über alle Filme, die ich zu verschiedenen Aspekten des Rechnenlernens gemacht habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.